Ja, sure. Wärmebild, das, normale Tageslichtkamera, Laser. Wir beginnen jetzt mal. Das ist richtig, ja. War auch schon extrem da, ja. Und wie geht's den Hunden dabei? Sehr gut. Also schaffen Sie noch alles sehr gut, alles im Bereich. Genau, das bringt der Job halt mit sich. Man ist eigentlich den ganzen Tag das ist draußen. Ein Dummy. Das ist unser Dummy, das ist kein Leben der Hund. Hallo, schönen guten Tag. Tag. Mit diesem Dummy können wir alles machen. Hier für den lebenden Hund auch. Dafür ist der wunderbar geeignet. Ja, also den eigentlich für die kleinsten Bereiche, wenn es um niedrige Räume geht. Wenn es um große Räume geht, dann können wir den Puls einstellen. Also ja, den schwach, ganz schwach. Oder Schockzustand. Ja, wir können hier die Belastungsfunktion setzen, Zugänge legen, Zugänge. Ja, okay, also da wird der Weg, der da gebaut wurde, Der ATM mit einer Geschwindigkeit von bis zu 750 Stundenkilometern bis zu 12.000 Meter hoch. Aber jetzt ist jeder, der da ist. Thank you.
Okay, ich komme noch einmal. Wie konnten Sie einen vernünftigen Überblick gewinnen? Also viel zu wenig Zeit, viel zu wenig Möglichkeiten, aber das, was ich gesehen habe, war mehr als beeindruckend. Denn ich habe die gesamte Bandbreite gesehen. Ich habe es vorhin schon mal beschrieben, vom Puma bis zum Roboter. Wir haben gezeigt, was wir können und das geht auch noch weiter. Und genau so muss die Bundeswehr sein. Offen für Neues, aber eben auch zeigen, was unsere Kernaufgaben sind. Vielen herzlichen Dank, dass Sie auch heute ganz früh aus Berlin zu uns gekommen sind. Ehrt uns auch sehr beim Tag der Bundeswehr. Wir haben ja extrem, nicht nur gutes Wetter, auch extrem gute Besucherzahlen, auch das gläserne Studio. Wir haben gerade schon ein paar Zahlen gehört, also wir kommen auf eine satte fünfstellige Zahl heute. Das freut uns auch sehr. Und jetzt würde ich sagen, schreiten wir zur Tat und lassen mal alle Honorationen, die mit zu uns kommen sollen, bitte, kommen mal bitte selbstständig hier hoch. Ich sage, alle Namen kann ich gar nicht im Einzelnen nennen. Kommen Sie doch mal einfach zu mir, Sie wissen, wer alles gemeint ist. Da ist der Stellvertreter des Generals, der General Laubenthal. Herzlich willkommen bei uns. Ja. Der Dr. Rix ist auch der General, schön, dass Sie bei uns sind und alle anderen auch. Herzlichen Dank, wunderbar. Ich will nicht den Begriff Atomziel verwenden, aber das ist reichlich golden hier oben und die sind nicht alle von der Marine, da sind viele deutsche Generale dabei. Meine Herren, schön, dass Sie bei uns sind. Und jetzt würde ich sagen, bilden wir mal einen Spalier für die, die diese Leistung heute gebracht haben. Ich freue mich ganz besonders, den sechsten Platz zu uns bitten zu dürfen. Einen kräftigen Applaus für die Mannschaft 2, Nordrhein-Westfalen 2. Frank Kelker als Mannschaftsführer den Oberstabsgefreiten hat den Platz 4 erreicht. Kräftigen Applaus! Mannschaftsführer Major Markus Steinhusen, Stellvertreter. So, jetzt sind die natürlich auch unterschiedlich ausgestattet, würde ich mal sagen. Die Weste? Einfach nur eine Weste, damit du keine Stufen einlassen, wenn ich irgendwo im Boot zum Beispiel gut bin. Also der die Stufen sehr steil, da kann ich den Hund gleich ablassen. Und danach, das ist Diensthund Erik, das ist der fertige Diensthund. Damit kann ich den Hund leiten und lenken. Plus ein Gehörschutz oben drauf. Der wird nicht drauf, weil es ein bisschen stört. Und ich kann auf den Händen auf eine Kamera, Hundchen. Ja, und die anderen, wie gehabt, der Donny. Hat auch nur eine Weste an, die Bella und die Maro. Du musst halt mal gleich einen Maulkorb aufziehen und dann den Täter umstoßen. Erstmal. Erstmal. Und danach kommt der Gino, der Donny. Gino und Donny. Der Donny wird dann den Täter. Aber für den Hund auf jeden Fall. Das war schon stressig, oder? Ja, weil da vorne ist eher ihre Beute, ihre Motivation und darf nicht ran. Okay, und sag kurz noch mal ein bisschen was zu den Hunden. Wie läuft das bei euch? Wir haben hier die unterschiedlichen Hunde. Werden die in der Bundeswehr einfach abgegeben oder was passiert mit den Hunden? Nachdienst werden die Diensthunde übernommen vom Diensthundeführer, bleibt zu Hause, wir kriegen da die Knabenbrot, bis sie in den Hund stehen. Okay, das heißt, jeder Diensthund kommt mit nach Hause zu jedem Diensthund. Auf jeden Fall sein wirkliches Zuhause. Ja, man hat einen Grund, aber man hat einen Grund, den Affinität zum Hund haben, weil der Hund ist einfach.